Fröhliche Geburtstagssause bei Bruce Willis. Ein lautstarkes Ständchen in der Küche. Willis' Frau Emma mit den gemeinsamen Kindern Mabel und Evelyn singen einträchtig mit Bruce Willis' Ex-Frau Demi Moore und deren gemeinsamen Töchtern Tallulah, Scout und Rumor. So glücklich, dass wir mit dir feiern können. Ich liebe dich und die Familie, postet Demi Moore. So funktioniert Patchwork. Doch neben all der Freude ist es ein Geburtstag mit Schattenseiten. Das verrät Willis' Ehefrau Emma. So, today is my husband's birthday. Heute hat mein Ehemann Geburtstag. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und meiner Rotznase sehen könnt. Es ist wichtig, dass ihr jede Seite seht. Ich bekomme immer diese Nachricht, wo Leute mir sagen, oh, du bist so stark, ich weiß nicht, wie du das machst, ich habe keine Wahl. Emma bezieht sich auf Bruce Willis' schwere Krankheit, Demenz. Mit einer liebevollen Videokollage von ihrem Mann und den süßen Kindern verrät Emma, dass ihr Mann Bruce die Liebe ihres Lebens ist und sie ihn immer lieben wird. Rührende Worte, doch Emma zeigt eben, dass es seit Willis' Diagnose auch viele dunkle Momente gibt. Frontotemporale Demenz ist nicht heilbar. Die Nervenzellen in Willis' Gehirn sterben ab und weder der Actionheld noch die starken Frauen an seiner Seite können das aufhalten. Genau das zeigt Emma mit ihrer Videobotschaft. The videos are like a knife in my heart. Diese Videos sind wie ein Stich ins Herz, aber ich tue es nicht nur für mich, sondern auch für euch, weil ich weiß, wie sehr ihr meinen Mann liebt und das bedeutet mir sehr viel. Don't cry, Emma. But it means so much to me, so thank you.